Herzlich willkommen zurück auf den Schlachtfeld. Herzlich willkommen zurück zu Titanfall. Ja, beim letzten Mal konnte ich ja leider nicht so viel reden. Also beim Training meine ich, ja, musste ich mich ja auch ein klein bisschen konzentrieren, damit ich dann in der Multiplayer-Schlacht nicht ganz so krepiere und mich blamiere. Ja, aber dieses Mal werden wir definitiv Salz in die Wunde streuen und mal so richtig loslegen. Übrigens ist das die Xbox 360-Version. Ich habe auch eine Xbox One hier, aber ich habe mich explizit für die 360-Version entschieden, weil ich doch der Meinung bin, dass es mehr Xbox 360 Versionen gibt als Titanfall Xbox One Version. Klar, es wurden 700.000 Stück Xbox One Versionen verkauft, aber es gibt mehr Xbox 360 Konsolen. Von daher dachte ich mir, nimmst du mal lieber dieses Game für die Leute, die das Spiel noch gar nicht haben und sich die Frage stellen, wie ist das Game überhaupt auf der Xbox 360? Ist es auf der Xbox One wirklich so viel besser? Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt die Xbox 360 Version und werde sie explizit für euch zocken und wir werden mal so richtig loslegen und so richtig geile Action verbreiten. Ich hoffe es jedenfalls und ich hoffe, ich werde euch nicht enttäuschen. Legen wir also los. Ich weiß, ich rede jetzt ein bisschen schnell, aber es soll auch schnell gehen. Ich bin schon gespannt. Bis bald. Ah, bis jetzt. Bis gleich. Ja, was nehmen wir denn jetzt hier? Piloten Loadouts. Campaign Lobby. Titan Loadouts. Wird verbunden. Mal sehen, was passiert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist für mich komplett blind. Schütze oder Attentäter. Nahkampf. Tarnvorrichtung. Vor allem gegen Titans effektiv. Vor allem gegen Titans effektiv? Ja, wo ist denn der Unterschied? Ach, da unten. Sprengladungspack. Tragen zusätzliche Piloten-Explosionswaffen. Titanfall-Kuppelschild hält länger. Was? Frontsoldaten und Speck. Ich nehme das jetzt. Ist mir wurscht. Ich nehme jetzt mal den Attentäter. Das passt besser zu mir. Ja, was denn nun? Geht's jetzt los oder nicht? Leute, ich weiß auch nicht, wie das hier funktioniert. Ob es jetzt nun losgeht oder nicht. Titan Loadouts. Kettenkanone. Ich nehme das mal. Aber ich weiß da gar nicht, was ich da machen soll. So fängt es schon mal an bei mir. Achtung, hier spricht Vice Admiral Graves. Ah. Wir haben die seltene Chance, eine komplette Milizflotte zu zerstören. Die Terroristen haben zwar kaum noch Treibstoff, aber ihre Verzweiflung macht sie unberechenbar. Unterschätzen Sie sie nicht. Die kommen nicht weit und werden in den nächsten Stunden wohl eine Tankeinrichtung überfallen. Spyglass wird sie briefen. Titan-Piloten, Sie werden Landungsschiffen an allen denkbaren Zielen im Yuma-System zugeteilt. Totalüberwachung wird an allen Standorten aufrechterhalten. Beim ersten Zeichen von Milizeinheiten gehen Sie runter und stellen sicher, dass die Flugabwehrgeschütze online bleiben. Feuern Sie nach Ihrem eigenen Ermessen. Seien Sie vorsichtig. Graves out. Jetzt habe ich auch das Ganze verstanden. Ich selbst erstelle gar keine Kampagne, sondern warte einfach in der Lobby so gesehen, bis eine Kampagne startet. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob das jetzt eine Geschichte hat, das Ganze. Es könnte natürlich auch sein, dass wir uns irgendwo mitten in einer Schlacht befinden, was ich jetzt im Gefühl habe. Weil, so finde ich, fängt kein Game an. Mal schauen. Im All ist Treibstoff alles und der Miliz geht ja langsam aus. Nur 7 Planeten im Yuma-System können eine Flotte dieser Größe betanken. Das ist einer davon. Wir haben Geschütze wie dieses installiert, für den Fall, dass uns die Miliz einen Besuch abstattet. Hier ist Charlie und hier Bravo. Bravo, Lage bewegt. Liz, Rick soll sein Spawn-Deck schaffen. Schnell! Sir, unsere Truppen stehen an Sammelpunkt Alpha.
bereit. Piloten, Sie haben heute die Chance, den Grenzland Frieden zu bringen. Nutzen Sie sie. Piloten, sichern Sie die Hardpoints. Alpha, Bravo und Charlie. Ja, und falls ihr es gerade nicht mitbekommen habt, ich habe das Gefühl jedenfalls jetzt gerade gehabt, dass es ein klein bisschen geruckelt hat. Kann natürlich auch an meiner Internetleitung liegen, ich weiß es nicht genau. Hardpoint-Herrschaft. Ich muss erstmal überhaupt gucken, ob ich das gebacken kriege, ja? Okay, ich habe jetzt ein ausführliches Training gehabt, aber ehrlich gesagt kann ich mir auch am Anfang nicht alles merken. Es ist halt so wie bei Halo bei mir, da kann ich mir auch nicht alles am Anfang recht merken. Ah, aber wenigstens werden rote Punkte angezeigt. Das ist doch mal wirklich was Feines. Ha! Und ich glaube, ich habe auch was getötet. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das Bots sind. Oder gegnerische Spieler. Ich gehe mal eher davon aus, das werden Bots sein. Oh. Ich wurde voll genutzt. Nee, ich werde mal schauen. Ups, ich glaube, ich habe einen Kameraden verbunden oder wie? Nee, doch nicht. Dachte schon. Ich bin ja so dämlich. Wollen wir mal schauen, was hier abgeht. Mann, ey, voll die Terror-Action hier. Ja, klasse, ey. Wenigstens hat das mal jetzt funktioniert. Aber ich werde bestimmt gleich wieder sterben. Ich verzieh mich mal erstmal hier irgendwo in so eine Ecke. Kellerkind hier. Ja, man muss sich auch so ein bisschen ja dran gewöhnen, obwohl man ja schon erkennen kann, wer Freund und wer Feind ist, schon alleine, weil die Bezeichnung eines Freundes blau gekennzeichnet ist. Und oben auf der Karte werden die auch rot angezeigt, aber erst wahrscheinlich, wenn die geschossen haben oder wenn man es mitbekommen hat, irgendwie sowas. Ist ja auch wurscht. Weniger Sappelsippung, mehr Töten. Ich bin hier der größte Loser von allen. Guckt ihr das mal an. Und schon bin ich tot, Leute. Ui, mein Titan ist online. Aber ich werde ihn noch nicht nutzen. Denn das dauert ja dann wieder, bis er wieder bereit ist. Und ich möchte erstmal so ein bisschen mein Grundwissen hier auffrischen. Oder überhaupt etwas lernen. Wow. Und schon bin ich tot. Also es geht hier ganz schön zur Sache. Es ist kein Spiel für langsame Menschen wie mich. Aber so ein Gefühl jedenfalls, dass ich dafür etwas vielleicht zu langsam bin. Oder ich bilde mir das nur ein. Wenigstens habe ich mal was getötet, oder nicht, Leute? Ich meine, für den Anfang, okay, es gibt bestimmt Leute von euch, die noch viel, viel besser sind, die auch viel, viel besser angefangen haben. Aber ich finde, für mich ist das schon hier ein Fortschritt, dass ich überhaupt jemanden getötet habe. Ja? Für mich ist das Ganze nicht so einfach. Oh, ein durchgeknallter Titan. Oh, scheiße, da habe ich natürlich keine Chance. Das ist schon geil, das Spiel. Also es hat schon in sich, ne? Oh, scheiße. Der ist natürlich jetzt abgehauen. Ob ich den jetzt wieder kriege oder ob er mich nass tut von irgendwo in der Ecke. Das sind auch wahrscheinlich schon erfahrenere Gamer. Das wird gar nicht mal so einfach für mich. Denke ich jetzt mal. Vor allen Dingen in solch einem freien Feld ist das bestimmt
auch eine richtige Herausforderung. Sie nähern sich Alpha, Feindkontakt möglich. Denn man hat ja viele Gegner in diesem Game, ne? Ui, guck mal, und schon werde ich angegriffen. Und schon ist mein Titan im Arsch. Oh, ich muss da aussteigen. Okay. Das ist natürlich eine bittere Pille für mich. Aber was soll ich machen? Oh, was hat er denn mit mir gemacht? Ach, mich zerquetscht, ne? Das hat mich schön als Fußmatte hier benutzt, die Sau. Wir haben Alpha verloren. Piloten, es sieht nicht gut aus, aber noch ist Zeit. Schlecht ist das Game ja bis jetzt nicht, aber ich habe mir unter eine Kampagne ehrlich gesagt ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich möchte jetzt aber noch keine voreiligen Schlüsse ziehen, ich habe ja gerade mal angefangen. Von daher ist es schon in Ordnung. Logischerweise will ich es nicht haben, aber was soll ich machen? Naja, 60 Sekunden einsatzbereit. Ja, wo lang bin ich hier? Ich muss mich verziehen, Leute. Oh, ist einer von mir? Vielleicht sollte ich auch mal bedenken, die Möglichkeit zu nutzen und mal ein bisschen jumpen. Ja? Beziehungsweise mal auch mal diesen Wandsprung und so benutzen. Das habe ich noch gar nicht getan. Titanfall ist wieder bereit. Wirklich nutzen möchte ich ihn aber auch noch nicht. Was mache ich jetzt, Leute? Ich werde bestimmt voll abnippeln, wenn ich den jetzt rufe, ey. Die warten bestimmt alle nur die Schweine, bis sie mich killen können. Ist das jetzt einer von mir? Nee. Ich weiß gar nicht jetzt, ob das welche von mir da vorne sind. Die sind grau. Ah nee, die sind blau. Das sind wahrscheinlich welche von mir. So, wollen wir mal genüsslich unseren Titan rufen? Komm schon, nimm mich auf. Genau so soll es sein. So einfach wird mir das jetzt hier nicht gemacht. Garantiert nicht. Wird garantiert nicht gemacht. Klasse, Sibo. Das ging doch aber, oder nicht? Das war doch super. Oh, eine kleine Arschratte. Sorry für die Ausdrücke, aber was soll ich machen? Diese Sau, ja? Der lacht sich bestimmt jetzt sowas von tot über mich. Ist mir auch relativ grille. Ja, ich muss auch mal auf meine Lenkung so ein bisschen achten. So ein bisschen muss ich schon aufpassen. Ich latsche hier wie so ein Bekloppter und weiß gar nicht, was ich wirklich tue, ja? Das bin typisch ich mal wieder. Ja, komm, hier runter. Ein bisschen Deckung halten. Und vielleicht mal hier... Wie komme ich denn jetzt da rein, Leute? An alle, die Schütze bei Bravo sind online. Wir schnappen uns die Red Eye. 6-6 an alle Einheiten. Wir sind geschlagen. Wir begrenzen unsere Verluste und verschwinden. Mission abgebrochen. Scheiße. Vorrücken zum nächsten Evakuierungspunkt. Ach Mensch, das kann auch nur mir passieren, ganz ehrlich.
wieder mal versagt. Hätten sie ohne mich gespielt, hätten sie wahrscheinlich noch gewonnen. Jetzt geben sie mir bestimmt die Schuld. Begib dich zum Bergungsschiff. Na klasse. Wir haben nicht mal die Hälfte ihrer Flotte zerstört. Oh, komm. Hier, komm runter, ey. Ich muss jetzt schnell machen. Die Zivilisten von heute sind morgen Rebellen, Sir. Was soll ich jetzt machen? Was? Beginnen Sie mit der Suche und finden Sie diese Flotte. Graves out. Ja, ich mache hier schon hinne, Leute. Ich werde hier gleich Curry. Ist schon geil gemacht, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Hammer fertig. Das muss hier gleich passen. Ich weiß nicht, wie noch rumkommt. Aber ich bin wenigstens wirklich nicht der Letzte, ja? Ich bin der Vorletzte und ich bin sehr stolz darauf. Wie geht's weiter? Yeah! Nahkampf. Neues Piloten-Loadout. Achtung, Achtung, hier spricht Vice Admiral Graves. Wie Sie wissen, ist die Milizflotte nach ihrem Tankangriff im Yuma-System weiterhin einsatzfähig. Und wir haben in mehrere Sektoren Sonden geschickt. Spyglass informiert Sie über alles Weitere. Piloten, ich habe alle möglichen Ziele in Sprungweite des Yuma-Systems gescannt. Dabei stieß ich in Sektor Bravo 217 auf Lebensformen. Dieser galt bisher als unbewohnt. Vielleicht verstecken sich die Milizverbände dort. Ich empfehle zur Sondierung der Lage die Entsendung eines Vorauskommandos unter dem Befehl von Sergeant Blisk. Sehr gut. Machen Sie das. Alle Piloten, bereit machen für Landung. Am Boden hat Sergeant Blisk das Kommando. Viel Glück, Graves out. Ja, jetzt müssen wir noch ein paar Sekündchen warten und dann geht's auch schon weiter. Die Kolonie. Ich freue mich schon. Ich bin ja mal gespannt, ob ich diesmal vielleicht noch ein Stück besser werde. Vielleicht rutsche ich ja auf den ersten Platz. Psst, aber das ist ja nur ein Traum. Sir, wir haben keine Miliz gefunden. Nur eine Handvoll Zivilisten. Verstanden. Weitermachen. Aber mir gefällt, wie diese Spectres töten. Automatisierte Infanterie ist die Zukunft. Aber Zivilisten wegballern ist kein echter Test. Sir, sieht aus wie Milizschiffe. Sie setzen Bodentruppen am Nordende des Dorfes ab. Das ist eine Bedrohung. Wir brauchen noch 3 Paletten Spectres. Bringen Sie die anderen Spectres online. Milizpiloten rücken von außen hervor. Gar nicht so schnell, doch von den Hinten zu sein. Sagt dem Blechwichser, Sie sollen sich beeilen. Auf uns warten größere Fische. Oh, ich glaube, ich habe einen Verbündeten gerade angegriffen. Das war nicht sehr schlau von mir. Ich hoffe, ich nehme dadurch keinen Schaden. Och, Menno. Und übrigens sind das alles Gamer, ja? Das sind nämlich keine Bots. Was ich persönlich aber schade finde, dass man das Spiel dann nicht offline spielen kann, soweit ich das verstanden habe. Und vielleicht auch dann mit Bots spielen kann, für die Leute, die zurzeit halt keine Internetverbindung haben. Na klar, es wird damit auch beworben, dass man eine Internetverbindung benötigt. Heutzutage hat man ja auch Internet, ist ja klar. Aber was ist, wenn man mal wirklich kein Internet hat, aus irgendwelchen Gründen auch immer? Ja, dann kann
kannst du nicht spielen, dann war's das. Dann hast du ein schickes Spiel, das du einfach nicht zocken kannst. So sieht's dann aus. Ich bin jetzt wieder mal viel zu oft gestorben und sollte mich mal ein bisschen zurückhalten und nicht mal ins Gras beißen. Vielleicht auch mal was töten. Das wäre jetzt mal Sinn. Na klasse. Ey, ich muss mich genau da hinstellen, wo sie natürlich alle stehen, ne? Ist ja klar. Das passiert auch nur mir. Aber ich habe ja von Anfang an gesagt, dass er für mich komplett blind ist und ich auch nicht der beste Spieler in solchen Sachen bin. Von daher habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen. Vielleicht ein klein bisschen, weil ich euch vielleicht noch damit langweile. Aber was soll ich tun? Vielleicht kommt hier jemand hier durch. Ich glaube, ich wurde angeschossen. Bin mir aber nicht so sicher. Mal schauen. Oh. Mich natürlich wieder völlig in sich gefällt. Diesen ganzen Spinner. Und tot. Klasse. Das ist natürlich jetzt Pech. Aber ich werde noch keinen Titan rufen. Oh doch, jetzt werde ich. Ah nee, doch nicht. Der ist gut. Aber ich kann es nicht. Ja. Es ist wirklich einfach ein extrem schnelles Spiel. Man muss hier wirklich sehr schnelle Reaktionen haben. Also für die Leute wirklich, die nicht so schnell reagieren, die vielleicht etwas taktischer vorgehen wollen. In diesem Spiel kannst du zwar auch bestimmt Taktik einsetzen, aber hier ist doch auch sehr schnelle Ballerreaktion einfach. Einfach mehr ballern. Kommen wir mal hier ab. Gehen wir mal schlafen. Warten, bis alles vorüber ist. Geht ja leider auch gar nicht. Vielleicht muss ich ja sonst tun. Nimm mich auf, schnell, schnell, schnell. Mal schauen, ob ich was reißen kann. Oh, ich glaube, der ist im Arsch, ne? Ja, klasse. Oh, der hat mich fast genutzt. Dieser Sack. Leider nicht zu gut. Aber vielleicht haben wir auch die Chance, zu zerstören sein zu haben. Was ich aber glaube ich nicht. Noch mal eine Granate. Schade. Naja, so ist das halt. Stellst einen Verkäufer in einem Titan rein, kommt das bei raus. Ich glaube sowieso, dass bei mir eher mehr der normale Kampf drin ist. Also ein Titan, das wird für mich, glaube ich, schwieriger, als wenn ich jetzt so rumlatsche und kille. Klar werde ich jetzt hier auch so gekillt, aber das macht mir irgendwie zur Zeit mehr Spaß, als in einen Titan einzusteigen. Ist wirklich so. Ist noch sehr ungewohnt, dieses Titan-Dingens.
an alle. Unser Vorsprung ist nicht groß genug. Reißen Sie sich endlich zusammen und fahren Sie einen klaren Sieg ein. Ist aber auch schon wirklich geil gemacht, aber manchmal, also ich verstehe nicht so ganz unbedingt den Tohuwabohu des Spiels, weil es ist zwar gut, was ich bis jetzt jedenfalls sehe, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich, ja, ein anderes Spiel vorziehen würde. Achtung, Ihr Ersatzzeichen. Wahrscheinlich etwas für absolute Ballerer. Die dann doch. Die dann doch halt. Ja, mehr auf dieses. Nur Geschieße stehen. Also, so ein Halo-Fanatiker wird das bestimmt geil finden. Yeah, aber wir haben wenigstens gewonnen. Lass den Feind nicht entkommen. Oh! Titan, komm runter! Wir lassen den Feind nicht entkommen! Wir müssen ihn ausrotten. Wollt ihr ihn nicht töten? Alles klar. Titan online. Wenn ich denn ich werde. Immer noch auf der falschen Seite. Wir sind Soldaten. Wer ist hier eigentlich? Gut gemacht sind. Ach, was soll ich machen? Ich bin Letzter. Tja, aber so läuft das nun mal. Hauptsache, wir haben gewonnen, sag ich jetzt, ja? Immerhin schon Stufe 3. Neue Titan-Layout. Ja. Lobby verlassen. Ich werde jetzt erstmal aber die Lobby verlassen. Ich werde erstmal den Titan verlassen. Und ich werde erstmal Titanfall verlassen. Denn ich denke, fürs Erste reicht es mal. Ja, wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Ich hoffe, dass die Kampagne auch wieder da anfängt, wo ich aufgehört habe, dass dann das nächste Level kommt oder wie man das auch immer nennen mag. Wenn nicht, sehen wir halt öfter mal das gleiche Level. Ich werde das Ding auf jeden Fall nochmal ausführlicher testen und euch dann nochmal mein Feedback dazu geben, wie ich das ganze Game finde. Ich muss das ehrlich gesagt nüchtern betrachten. Ich hoffe, jetzt kommen keine Hater, die sagen, ey, Titanfall ist ja so geil, du bist ja so ein Blablabla. Was auch immer. Es ist meine persönliche Meinung, die ich dann dazu gebe. Logischerweise, ich stehe halt mehr auf Rollenspiele und so ein Kram. Ich stehe auch auf Ballerspiele. Aber ich stehe halt auch nicht auf jedes Ballerspiel. Trotzdem werde ich eine realistische Meinung meiner Meinung nach geben. Und ich hoffe, ihr akzeptiert das dann auch. Was ihr daraus macht, ist mir völlig wurscht. Ihr könnt euch ja das dann nochmal selber genau anschauen, wenn ihr euch das Spiel kaufen tut. Oder ihr schaut euch erstmal meine Let's Plays an oder die von anderen, wie das Ganze so zusammenpasst und wie das so funktioniert. Und welche Version ihr euch vielleicht holt, wenn ihr sogar die Xbox One habt. Könnt ihr euch ja auch theoretisch gesehen die Xbox One-Version holen. Ihr könnt euch aber natürlich auch die PC-Version holen. Die habe ich jetzt ganz außen vor gelassen, denn die wird garantiert auch hammergeil sein. Nun gut, ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen ersten Eindruck von Titanfall geben. Der war nicht der beste, aber er war wenigstens vorhanden. Ihr könnt euch jetzt wenigstens vorstellen, wie das Spiel funktioniert und wie das so abgeht, ja? Also wir hören uns dann bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao, ciao, auf Wiedersehen, Amigos.